Irgendwas ist bei dem anders. Siehst du, das kann ich auch. Und jetzt hör auf zu zappeln. Interessant. Hoffentlich kann man mit dem quatschen. Mir leid. Ich weiß, du kannst nicht anders. Wir müssen nur durchhalten, bis sie mit dem Heilmittel zurück ist. Dann vertreiben wir die Raider und bringen die Farm in Ordnung. Wir arbeiten dran. Versprochen. So, wieder in der Rolle. Ich muss noch ein paar Überraschungen für unseren Besucher vorbereiten. Du findest bestimmt allein raus. Der macht hier so eine Action, weil er unbedingt will, dass das Heilmittel stattfindet, weißt du? Wegen Rachel. Aber die ist ja gestorben. Die hat sich selber den Kopf weggeschossen, weil sie zum gehirnlosen Ghoul wurde. Wir müssen unbedingt mit ihm reden, dass das dass seine Freundin oder seine Ehefrau oder wer das war, dass die es nicht geschafft hat. Oh, interessant. Die sind ja saubere Betten. Die sind saubere Betten, wie geil ist denn das? Flüchtlings... Ach was. Wo sind wir denn hier? Wo zum Geier sind wir hier unten? Das ist eine riesige Anlage. Ja, das sieht ja sehr stabil hier aus. Einmal laut furzen und das Ding kippt zusammen, ey. Das kannst du dir doch nicht erzählen. Das ist eine komplett unterirdische Anlage hier. Und so wie es ausschaut, konnte man hier mit dem Bus lang. Interessant. Das ist der Hammer. Was ist denn hier? Was ist das für ein Ort? Erstmal Wasser. Ich kaufe dir so viele, wie du willst, Kate. Ich kaufe dir so viele Stiefel, wie du willst. Ganz ehrlich, ein ausgetrockneter Ghoul. Und da ist Wasser. Ehrlich jetzt? Eingestürzt. Ich frage mich ja... Sagen wir mal, das geht hier runter, ne? Da muss ja hier irgendwo der Eingang sein. Oder hier irgendwo muss ja der Eingang für die Busse sein. Das gibt's ja nicht. Das ist ja Hammer. Kommen wir denn hier raus? Luca Ward. Wir gehen mal kurz raus. Wenn da nichts Interessantes ist, sieht da jetzt ein Ladebildschirm, wie wir da hier drin sind. Sind wir? Ach, guck mal an. Das war ja gar nicht mal so weit. Also ist hier irgendwo doch eine Einfahrt. Cool. Na, wenn das mal nicht eine... Das ist, ey. Also ohne Scheiß, das DLC ist besser. Nuka World ist besser als Far Harbor. Vielleicht nicht von der Weltaufbau oder so, aber von der Story, von den Geheimnissen her. Von den. Vielleicht nicht mal von den Easter Eggs, aber so von den. Okay. So von den Anspielungen und so. Das ist der Hammer. Das ist gar nicht mehr schlecht. Ich würde jetzt nicht sagen, dass es das beste DLC generell ist, aber es macht auf jeden Fall. Ich würde jetzt nicht sagen, es ist schlechter als Far Cry auf. Far Cry. Als Far Harbor ist es auf jeden Fall nicht. Wenn es ist, genauso geil. Man hat hier einfach mehr Sachen. Man hat hier einfach viel mehr Sachen. Und hier, guck mal, egal was du machst, du kommst überall, kannst du rein und raus.
Du hast hier unten eine richtige Bunkeranlage. Was meinst du, wenn du das erstmal ghoulfrei hast oder die Ghule beruhigen kannst, dass sie mit einem zusammenarbeiten? Wie bei Fallout Tactics kannst du ja auch mit den Ghulen zusammenarbeiten, die noch reden können und nicht gehirnamputiert sind. Dann ist das eigentlich eine ganz lustige Gelegenheit hier. Ist der Hammer. Schade, dass natürlich hier ein paar Leichen schon liegen. Das können natürlich die sein, die es nicht geschafft haben, zum Ghoul zu werden. Alles möglich. Das hier beunruhigt mich ein ganz bisschen. Ich würde gerne diese Säule reparieren. So, von hier kamen wir, ne? Hier ist ja noch mehr Versorgung. Ist eingestürzt, aber schade. Hier die Betten und so, das ist der Hammer. Ja, dann lesen wir mal, was da so alles drin ist. Da ist eine Kochstelle. Flüchtlingsterminal. Dee Morris ist angemeldet, okay. Dean, ach Dean, das haben wir oben gelesen. Und das haben wir auch im Tagebuch von Rachel gelesen. Ist es wirklich passiert? Aha, was ist das? Der Feind hat uns tatsächlich bombardiert. Zum Glück haben sie alle an den Plänen gehalten. Okay. Oswald und Rachel haben dort die richtige Lebens... Okay. Ach so, die haben hier unten richtig gelebt. Okay. Dieser verrückte Hund. Seit den Bomben ist etwa eine Woche vergangen und alle haben Mitchell mit Waffen, Sprengstoff, dies, das und jenes, alles gefunden, dies und da, in Kittingham verschanzt. Ja, das ist auch interessant, ne? Blutflecken auf dem Hemd, aber das als Oswald ihn darauf ansprach, wusste er direkt, dass er Ruhe gelassen wurde, hat Mitchell. Okay. Eingang verbarrikadiert. Die Kämpfe draußen hat man etwas nachgelassen und wir haben den Eingang zu Kittycown verbarrikadiert. Dies, das und jenes, bla bla bla. Fast wie ein Tornado mit grünen Blitzen. Wir saßen stundenlang fest. Ach so, das ist ein atomarer Sturm. Das hat ihn zugesetzt. Wir leben jetzt schon seit über 100 Jahren hier unten. Die Veränderungen haben uns alle betroffen. Unsere Körper scheinen sich in die Strahlung angepasst zu haben. Sind verdreht und deformiert, aber wir fühlen uns nicht mehr krank. Zuerst war es Mitchell, dann Hermann. Da-d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 a, werden aggressiv. Okay. Rachel ist überzeugt, dass sie irgendeine Krankheit handelt. Ja, es ist eine Krankheit. Die unsterbliche Krankheit. Gras aus deinen Federn, Liebling. Ja, aber Schatz, ich bin vor dir wach. Tja. Kann man nichts machen. Schade, schade. Gibt's hier sonst noch was Interessantes? Ja, nur noch mehr, noch mehr, noch mehr. Tja, hoffen wir mal, dass wir Oswald genauso zuquatschen können, wie wir das mit Chico gemacht haben. Oder Cheetah, oder Cheeto, keine Ahnung. Und wir ihn beruhigen können. Vor allen Dingen, wenn wir ihm davon erzählen, dass es Rachel nicht geschafft hat und dass er auf jeden Fall ein Erleuchteter ist. Die Krankheit, die sie denken, was sie eine Krankheit ist, einfach eine Vergulisierung ist. Unsterblich durch Gehirnkrankheit. Sozusagen positive Demenz, wenn es sowas geben könnte. Hier ist auch alles Ausgang. Okay, mal gucken. Haben wir noch irgendwas, was AP regeneriert? Ich habe so viel jetzt dabei. Langsam wird es kritisch. Die AP regenerieren sich immer langsamer. Nix mit AP. Ich nix. Da, warte mal. Max AP. Das nehmen wir mal. Oder auch mal. Energie wiederherstellen. Mal gucken, was das ist. Ob das auf die AP auch zutrifft. Nee. Regeneriert zwar, aber nicht so schnell, wie ich gehofft habe, dass es regeneriert. Ja, guck, das hat was gebracht.
Ich wieder ein bisschen wach. Guck mal, wo wir gehen, regeneriert es. Das ist gut. Das ist sehr gut. Die Dinge halten hier doch nicht. Da kann man bestimmt durch oder so. Ist hier drin? Nichts. Typisch. So, von hier kamen wir, ne? Naja, hier wollten wir lang. Okay. Jetzt wissen wir, wo er seine grüne Kacke herbekommt, die er durch die ganze Zeit durch das... durch diese Filter ballert. Angenehm. Was ist der hier? Gemalter Ghoul. Ich hab Blut auf meinen Stiefeln. Kate, wenn ich dir einen Tipp geben darf, bleib hier. Zu lange her. Echt, du hast gerade einen Ghoul getötet. Ja, was ist das hier? Kingdom Tunnel. Oh, cool. Bemalt. Pumpensteuerung. F. Okay. Systemzugang. Sprinkler abschalten. Benutzeraufzeichnungen. Der erste Angriff von Fran. Die Bomben sind jetzt schon seit Wochen her. Evan? Wart mal. Mitten im Kampf bleibt mir das Herz stehen, als irgendeine Lebensmittelverkäufer von hinten auf Evan losstürmte. Evan ging zu Boden, seine Angreifer. Ich glaube, wir müssen mal mit... Vielleicht sind wir alle Monster. Ja. Kontaminiertes Wasser. Okay. Sprinkler. Okay. Die Krankheit wird schlimmer. Okay. So, jetzt gucken wir nochmal schnell nach. Evan! Warum, wenn das ein Ghoul ist, der seit 200 Jahren lebt, warum sieht er nicht aus wie ein Ghoul? Deswegen ist der Typ auch so zufrieden. Er hat irgendwas gemacht, dass die Krankheit über, dass er seine Vergulisierung überlebt hat. Oder er hat das so wie wir. Wir sind ja auch ein indirekten Ghoul. Durch die Fähigkeit. Wo wir sogar Ghule unsere Freunde werden können. Ab und zu, wenn sie Lust haben. Ja, das ist ja geil. Evan ist so einer wie wir. Dann ist er vielleicht auch so durchtrieben wie wir. Da sollten wir aufpassen. So, kann ich da ins Wasser? Ich glaube nicht, ne? Der geht nicht da reingehen. Keinen Körper machen. Ist eh zu flach. So, und was jetzt noch? Das Funhaus. Das wird eine ganz lustige Angelegenheit. Ich überlege gerade, wo wir hin können. Wir hatten zwei Stellen. Oh nein! Du hast meine Verteidigungsanlagen abgeschaltet! Naja, dann muss ich die wohl wieder einschalten. Jetzt naja, wenn's mit... Die fahren im Kreis. Wenn du das nicht geahnt hast, weiß ich nicht, was du hier überhaupt willst. Ich hab Blut auf meinen Stiefeln. Was bist du denn hier? Ein bemalter Ghoul. Wenn man fies wäre, könnte man sagen, das ist ein farbiger. So, jetzt hat er sie wieder eingeschaltet. Okay, das heißt, er war unten drin, aber er hat sich wieder weggebeamt. Der Pisser. Das Problem ist, er ist ein Leuchtender. Nicht so schön gewesen.
müssen mal gucken, ob ich alles schaffe, dass vielleicht welche auch mal unsere Freunde sind. Weil schließlich erkennen die uns ja denn, dass wir ein Ghoul sind. So will er mich. Das Beste, was man machen kann, ist eigentlich die Leute nur zu verstümmeln, dass sie zum Beispiel keine Beine haben. Dann ist so ein Erleuchteter auch nicht besonders gefährlich. So ein Erleuchteter ist ja nur gefährlich durch seine Explosion, die er verursacht. Ja, klar. Aber das macht er nicht zu oft. Da muss er lange für aufladen. Gefährlich wird er ja einfach, weil er ja wie bescheuert seine... die Fähigkeit hat, Leute hochzuhauen. Wo ist denn hier dieses Funhaus? Exit. Cute Rides. Funhaus. Rechts. Ach, da steht's ja auch. Augen auf, mal wieder in Ghoul Town. Ich hoffe, wir können ihn retten, nicht, dass wir ihn töten müssen. Bringst du denn alles mit? Alles Liebhaber von dir, oder was? Die sind wieder rausgegangen. Der Ghoul ist wieder rausgegangen, wie geil. Ja, noch kicherst du, Kleiner. Gleich erzähl ich dir, dass deine Freundin tot ist. Dann lachst du aber. Dann lachst du richtig. Okay. Benzin liegt hier auch rum. Interessant. Schluss mit den Spielchen. Komm raus, damit ich dich sehen kann. Gehst du denn hin? Wenn du so weitermachst, verhungerst du da drin. Ach nö, ich hab genug der Ballkeule. Hab da mal keine Sorgen. Was zum Geier? Fließband. Okay. Eigentlich ist das hier nichts anderes als ein Irrgarten mit Spiegeln. Wenn du so weitermachst, verhungerst du da drin. So, ich werde der Alten erstmal ihre Klamotten ausziehen. Jetzt zeige ich erstmal was richtig Männliches, nämlich weibliches Leder. Weibliches Leder, wie das klingt, als wenn ich aus ihren Klamotten aus. Ja, hier, guck mal, Sportkleidung. Ah, hier ist es Sommerkleidung. Raider, Leder, Leder, komm. Krach, kann ich hier anziehen, schade. Wie bist du denn hier jetzt hergekommen? Deswegen ist ein Laufband da. Natürlich, ich kann aber nicht laufen. Ich bin überladen. Oha, sind die jetzt bepackt. Ach, springen bringt auch nichts. Na toll. Müssen wir Cola saufen. Cola ohne Ende, dass wir erstmal hier ein bisschen AP zurückbekommen, denn
Müssen wir uns irgendwie vorwagen. Los, komm. Dann wollen wir mal. Also mich jetzt über die Kanten hochglitschen oder was? Okay. So ein fieser Pisser. Was hat er denn hier für... Er hat hier richtig geile Sachen aufgebaut. Okay. Ey! Aber hier, komm her hier! Lass das Mädel in Ruhe, sonst gibt's dann auf die 12, mein Kleiner. Wo ist denn? War das etwa schon alles? Okay, du beamst dich wieder, ne? Ich kenne dich ja. Lass diesen Müll liegen. Das ist Platzverschwendung. Oh, mal gucken, was haben wir denn hier? Einsteiger. Apart. Ah, das passt ja direkt. Geringerte Übelkeit geschehen. Okay. Jetzt will ich jetzt mal wissen, was das ist. Mal gucken. Läuft jetzt ein bisschen schneller, lassen wir es so. Ah, cool. Oh, das ist ja mies. Oh. Ich muss es leider auf Verringerte stellen, weil sich das Ding zu schnell dreht. Schade. Okay, aktivieren. Ja, tut mir leid, aber leider. Aber so komme ich auch nicht weiter. Kate? Was ist das denn da? Okay. Okay, Kate, wir machen das anders. Du kriegst jetzt die Power-Rüstung. Aufgepasst. Brauchst du was? Da komme ich nicht hin. Willst du mich verarschen? Komm her. Jo, verstanden. Mach ich. Na? An deiner Stelle würde ich keinen Tropfen davon trinken. Willst du mich verarschen? Beweg deinen süßen Hintern da rein. Ich kriege ja gleich jeden Rappel. HKI. Na gut, ich mach mal Plan B. Mal gucken, was das ist, wenn ich hier... Habe ich jetzt schon voll abgekürzt oder so? Hä? Du sollst doch nicht das machen, Mann. Nimm die Waffe. Muss ich die Tür aufnehmen? Tja, ich tippe mal, dass das nur ein Labyrinth war, dass da nichts Besonderes drin war. Weil sonst würde es nicht so gehen. Weißt du nicht mehr, wo oben und unten ist?
Na, guck, die Audiodatei geht auch ganz normal weiter. Aber das Problem ist, sehe ich gerade, unsere Munition geht stark zu Neide. Das ist cool hier. Das ist ein cooles Gebäude. Das ist ein richtig cooles Gebäude. Das ist cool. In so ein Haus würde ich in echt mal gerne reingehen, so auf den Jahrmarkt oder so. Das ist ja geil. Hey! Ihr Schweinebacken, verarscht einen doch nicht so. Ihr könnt ja doch laufen. Boah, Mann, wie erfüllst du denn nach hier? Die blöde Tür zuhauen. Wer macht denn das? Ist da ein Ghoul hinter der Ecke? Bestimmt so eine Anti-Tricks-Ecke. Wenn ich die bescheuert, die kleinen Ghoul einfach so wegzimmern kann. Oder jedes Mal, wenn die Tür da aufgeht. Ja, ist festgeklappt. Mich von hier? Ja. Da habe ich ja genau die richtige Tür erwischt. Ein Ghoulzimmer. Hey, cool. Nicht cool. Wo gehst du denn hin? Wenn du so weitermachst, verhungerst du dann. Okay, was haben wir hier? Das hier weitergehen? Du scheinst etwas zäher zu sein als die anderen. Aber nicht viel schlauer. Nun, wie es scheint, bist du nicht von deinem wahnwitzigen Angriff abzubringen. Dann ist es wohl an der Zeit für unseren letzten Akt. Treffen wir uns auf dem Dach von King Colas Castle. Dann bringen wir diese Produktion zu Ende. Ja, bin ich ja mal gespannt. Ah, hier oben war der Sack. Ja, leider schon weg, kleiner Raider. Keine Sorge, ich hab nett noch einiges an Überraschungen parat. Oh, cool. Ich mag diese Katze. Aber wir speichern kurz. Und dann, nachdem wir den Oswald platt gemacht haben, sind wir dann auch erstmal durch mit der Aufnahmesaison. Weil ich nehme ja schon über 7 Stunden auf. Ich muss noch unbedingt ein bisschen rendern und damit heute auf jeden Fall nochmal Folgen generell erscheinen. Für euch wird es wahrscheinlich 2 Wochen oder so sein, dass ihr das hier hört, aber dann wisst ihr, warum ich vor 2 Wochen die Folgen so spät hochgeladen habe. Ich hab mir einen Muskel gezerrt oder so. Naja, es geht, ist ja gut. Ist alles gut, ist in Ordnung. So. Dann wollen wir mal nach oben. Gibt's da kaum Munition? Aber besser als nichts. Und jetzt auf dem Kerstel oben auf dem Dach oder was?
Wo ist denn das Schloss? Da ist das Schloss. Ja, irgendwas höre ich auf dem Ohr. Die stehen aber auch immer wieder auf, ne? Also da spawnen immer wieder neue. Finde ich ein bisschen fies. Die alten liegen ja hier noch rum. So, hier war doch noch irgendwo gerade ein Wegschild, ne? Exit, da wollen wir nicht hin. Castle. Luca Racer. Links. Ja, gehen wir links. Da wollen wir sowieso noch hin. Ah, Königreich. Castle. Da geht's zum Königreich, hier geht's aber erstmal zum Racer. Da ist er. Oh oh. So. Wieder ein mehr. Ich lade auch langsam mal nach schon. Entweder ist das Spiel übelst am Hängen oder unser Held ist schon richtig müde. Ach, da ist das Riesenrad. Da müssen wir auch nochmal hin. Hä? Man sieht ja nicht schon wieder Action. Ach, hier sind wir. So, dann müssen wir hier jetzt lang. Brauchen wir alles? Wir brauchen komischerweise haben wir noch nicht alle weggestrichen, obwohl ich eigentlich schon eigentlich dachte, in jedem Gebiet hätte ich es erwischt. Naja, Welt der Erfrischung ist bei der Apfelanlage. Nochmal in der Mine und dann beim Riesenrad. Okay, Riesenrad ist da vorne, dann haben wir das und die letzten beiden sind den letzten beiden Gebieten. Ist also ganz easy. Sehen Sie, was noch Problem hat, ist Corki. Corki macht am meisten Probleme. Sollte aber kein Problem sein. Oben auf dem Dach. Ich bin auch gerade richtig, oder?